Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Jo Leute, heute mal wieder eine kleine Real-Life-Story, ein kleiner Podcast heute mal wieder, wo ich euch mal wieder eine private Geschichte von mir erzähle, aus meiner Jugend. Haben ein paar Leute nachgefragt und es hat mir auch das letzte Mal echt Spaß gemacht. Diesmal wird es nicht ganz so ja, traurig oder ernst oder wie auch immer, wie mit meiner Schwerhörigkeit. Heute geht es eigentlich um was Lustiges, um eine Skifreizeit während der Schulzeit früher. Und könnt ihr euch auch auf Spotify gerne anhören, aber genau, ich fange einfach mal an. Im Hintergrund leuchtet gerade ja, Gameplay, also wir farmen hier ein bisschen Gold gerade in Tursand. Und ich erzähle euch einfach mal ganz entspannt die Geschichte. Also, wir sind in der Abi-Zeit, also keine Ahnung, 2008, 2009 ungefähr, mit dem Abi-Jahrgang mehr oder weniger nach Österreich gefahren in eine Skifreizeit. Und bevor ich damit anfange, noch kurz die Vorgeschichte. Ich bin ein paar Jahre vorher schon mal mit der Schule, das war so eine 7. oder eine 8., eine Skifreizeit gefahren. Es war allerdings in Waldhäuser in, ich glaube, es ist Bayern, bin mir aber nicht genau sicher. Auf jeden Fall irgendwo in Deutschland, ne, so ein kleines irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, irgendwie Mittelgebirge, auf jeden Fall nicht irgendwie alpenmäßig oder Gletscher oder so ein Quatsch, sondern relativ überschaubar eigentlich noch. Da war auch eine kleine Skipiste oder wie auch immer, wo man aber, keine Ahnung, nach 5 Minuten oder ein paar Minuten war man unten, also nichts Besonderes in dem Sinne, ne? Ein bisschen mehr als das, was der Harz zu bieten hat, kann man vielleicht sagen. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, damals, also in der 7., da müsst ihr euch vorstellen, da wurden wir am Anfang gefragt von den Lehrern: Wie sieht denn das eigentlich aus? So, seid ihr fortgeschritten im Skifahren oder seid ihr eher Anfänger? So, und ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt bestimmt in eurem Freundeskreis so diese Typen, die so mit 7 Jahren angefangen haben mit Skifahren, so komplett von ihren Eltern ausgestattet worden sind, so mit Skiern und kompletten Burton-Equipment irgendwie und Rückenpanzer und hast du nicht gesehen und dann irgendwie so gefühlt mit 16 perfekt fahren können. Ich bin genau das Gegenteil im Grunde. Also ich war mit meinen Eltern nie irgendwie auf Skifahren oder so. Wir haben immer nur einen Sommerurlaub gemacht und fertig. Und deswegen, also ich war absolut der Anfänger. Viele von meinen Freunden haben quasi eben bei dieser Skifreizeit da in Waldhäuser gesagt, in der 8., ja, ich bin fortgeschritten, ach, krieg schon hin, so, ne? Und ich hab halt, ne, alte ehrliche Haut hier, wie immer, hab gesagt, nee, ich bin Anfänger halt. Und das Problem war halt, während dieser ganzen gottverdammten Skifahrt wurden wir richtig mega hart getrennt zwischen Fortgeschrittenen und Anfänger. Und ein paar von meinen Freunden konnten genauso schlecht fahren wie ich, konnten aber, weil sie quasi in der fortgeschrittenen Gruppe waren am Anfang, mehr oder weniger die komplette Skifreizeit machen, was sie wollten. Und übrigens, Timo war da auch am Start, also Mausen, der Real-Life-Kumpel von mir, der jetzt auch WoW Classic Content macht. Der weiß es vielleicht auch noch. Auf jeden Fall, die Fortgeschrittenen konnten wirklich machen, worauf sie Bock hatten. Und die Anfänger waren gefühlt irgendwie die ganze Zeit am Arsch und durften den Lift nicht alleine benutzen und so ein Quatsch. Das war einfach nur mega nervig. Und deswegen habe ich mich halt im Nachhinein echt mega geärgert, dass ich ja so blöd am Anfang gesagt habe, dass ich blutiger Anfänger wäre. Das war halt einfach im Nachhinein dumm. So, und mit dieser Vorgeschichte müsst ihr euch jetzt vorstellen, ein paar Jahre später, ungefähr 5, 6 Jahre später, kurz vorm Abi, andere Schule, Skifreizeit. Und das konnte man quasi machen, so als Sportkurs konnte man das belegen. Dafür musste man dann in dem Halbjahr irgendwie keinen anderen Quatsch machen. War relativ entspannt. Wir mussten irgendwie nur zu einem Vorbereitungstermin, wo man einmal irgendwie Skier anprobiert hat oder angeguckt hat, keine Ahnung. Und dann sind wir quasi dann auch schon losgefahren. Und zwar ging es nach Österreich ins Zillertal. Also der Ort wird euch vielleicht was sagen, weil man, glaube ich, sagen muss, es gibt deutlich geilere Skigebiete als Zillertal, glaube ich. Das ist, glaube ich, eher so ein Ort, wo auch dann so, ja, Schulklassen hinfahren, ne, weil es noch relativ bezahlbar ist oder halt irgendwelche Jahrgänge und so weiter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann nach Österreich gefahren, Leute, mit der Truppe. Es waren so 15 Leute. Und dann sind wir da angekommen in Österreich, im Zillertal. Und wurden wieder gefragt: So, Leute, wie sieht's denn aus so? Habt ihr Erfahrungen mit Skifahren so? Und was denkt sich der Marco dann? Ey, warte mal. Doch. Du warst doch in Waldhäuser vor 5 Jahren einmal. Doch, ich bin doch fortgeschritten. Und ich muss doch ganz klar in die fortgeschrittene Gruppe. Weil das war doch damals so mega schlimm, in der Anfängergruppe gewesen zu sein. Das wird ja nicht so der fette Unterschied sein hier irgendwie. Und nee, dann, nee, ich bin fortgeschritten, klar, ich bin schon mal gefahren, ja, vor ein paar Jahren. Und es war so hohl irgendwie so, ne?
nicht einmal so drüber nachgedacht, so mit meinen 18 Jahren, ist da vielleicht ein kleiner Unterschied, ob man irgendwo im verträumten Bayern auf so einer kleinen Schanze irgendwie Ski fährt oder in Österreich auf einem Gletscher, steht da vielleicht ein leichter Unterschied. Ja, man hätte vielleicht selber darauf kommen können. Auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall nicht Klick gemacht bei mir. Ich war dann offiziell in der fortgeschrittenen Gruppe. Ja, und dann war es eigentlich so, am ersten Tag sind wir dann relativ erschöpft angekommen und haben, glaube ich, dann sind dann direkt pennen gegangen oder irgendwie so. Und am nächsten Tag sind wir dann direkt Skifahren gegangen, ehrlich. Weil ihr müsst euch vorstellen, auf so einer Skifahrt, wo auch noch einige dann quasi Skifahren lernen möchten oder sollen, wie auch immer, ist der Zeitplan relativ eng. Also wenn man wirklich auch dann am Ende noch ein paar Tage haben möchte, wo man schon einigermaßen gut fahren kann, muss man auch quasi direkt am Anfang ja, anfangen und richtig auch lernen und Skifahren und reinballern halt. Ne? Das ist nicht wie mal mit einer Stunde Skifahren gechillt, sondern man ist eigentlich bei so einem Skiausflug dann wirklich auch den kompletten Nachmittag, ab Mittag eigentlich so, ja, bis zum Abend eigentlich auch am Skifahren. Und wir sind dann direkt, ja, quasi los mit dem Bus zum Gletscher gefahren. So. Und dann, muss ich euch vorstellen, ich war quasi noch nie vorher in Österreich Skifahren, noch nie. Die Leute, die sich so ein bisschen auskennen, wissen, was dann auf mich zukam. Und dann sind wir quasi zum Lift gegangen. Und es war quasi kein Lift, es war erstmal so eine Gondel, wo man mit irgendwie 10 Leuten oder so drin war und sind quasi zur Mittelstation hochgefahren. Und dann habe ich langsam so angefangen zu realisieren, was es eigentlich hier bedeutet gerade, was der Unterschied zwischen so einem Scheißkaff in Bayern oder Österreich bedeutet, ne? Wir sind halt wirklich gefühlt, also safe, eine Viertelstunde erstmal von unten, quasi erstmal auf die Mittelstation, also auf die Mitte vom Berg hochzufahren. Und von diesem Kackgletscher. So, und dann habe ich so langsam realisiert, oh, okay, ist ja doch ein bisschen höher eventuell. So, auf der Mittelstation angekommen, gefühlt nochmal wie eine komplett wie so ein kleines Dorf da oben eigentlich. Schön mit Zelte aufgebaut, irgendwelche Hütten und Gastronomie und ein kleiner Club für Après-Ski, so eine Art. Und ich dachte, ach so, das ist ja ganz schön geiler Shit eigentlich so. Und, die anderen so komplett in ihrer Routine drin, so, ne? Auch Timo auch, vielleicht muss ich mit ihnen da auch nochmal drüber sprechen. Timo auch so direkt so seine kranken Skier ausgepackt und so weiter, ne? Ich auf Krampf quasi unten vorher noch Skier ausgeliehen, die mir irgendwie so ungefähr gepasst haben, ne? Und da waren halt auch so, in meiner Gruppe waren ja alle Fortgeschrittenen drin und alle so ihre Brustpanzer anbringen und die perfekten geilen Masken so, ne? Und ich irgendwie so meine Chibo-Skibrille, die ich mir vorher irgendwie noch so irgendwo gegönnt hatte, ne? Die ich gerade so kaufen konnte, so eine Art. Oh, das war so geil, ey. Und dann ist ich so, ja, geil, Leute, so geht los, so, ne? Und habe ich immer so ein bisschen mehr Bammel bekommen, weil ich so gemerkt habe, so, die sind irgendwie alle so voll in ihrem Film drin. Ich habe eigentlich gar keinen Plan, was abgeht, so, ne? Ich dachte halt irgendwie, dass wir auch in der fortgeschrittenen Gruppe zumindest irgendwie so ein ganz wenig mal so eine Anleitung bekommen, so mal, dass man mal wieder reinkommt, irgendwie so, weißt du, so. Und, aber wie gesagt, da war halt die Definition von fortgeschritten war halt eine ganz andere als in der Freizeit, wo wir da quasi 2008 war. So, also die alle ihr Mega-Gear angezogen, es waren 7, 8 Leute und die Lehrer auch, natürlich, ne, gute Skilehrer im Grunde genommen auch und die konnten auch alle fahren. Und dann waren wir so da und ja, dann haben sie so besprochen, so Leute, wo wollen wir denn hingehen, so, ne? Dann haben sie so Pistenpläne gehabt, ich habe auch nichts gerafft, Leute, ne? Keiner, ich stand da einfach nur dumm rum. Und dann haben sie überlegt, ja, wir haben hier eine blaue oder wollen wir gleich eine rote so und oder hier die schwarze Piste irgendwie und bla oder da und blub. Da meinte der eine noch irgendwie so, nee, lass doch hier, da ist vielleicht neue Schnee, da können wir geil durchsliden durch die Bäume irgendwie. Darf man eigentlich nicht, aber ist ja ganz geil und so weiter. Und spätestens da hätte ich eigentlich irgendwie mal schon rachen sollen, dass ich da einfach falsch bin in der Gruppe. Ich bin da einfach falsch, ja. Hab's aber einfach nicht geschnallt irgendwie. So, und dann meinen die alle so, ach, wisst ihr was, ey, lass doch einfach mal zum Anfang eine entspannte rote. Lass eine entspannte rote Piste runterfahren, Leute. Ja, kommen wir schon rein hier wieder und bam. Und ich so, ja, okay, let's go, so, ich hab Bock, ja, Skifahren. So, und dann dachte ich, wo ist denn die Piste, fahren wir runter. Und dann so, nee, wir können jetzt noch nicht runterfahren, wir müssen erstmal zum nächsten Lift, wir müssen noch auf die Kristallspitze, also auf den höchsten Punkt vom Berg müssen wir noch hochfahren. Und ich so, ah, okay, na gut. Wir alle in die Gondel rein, oder diesmal war es dann quasi nicht mehr so eine geschlossene Gondel, sondern ein Zwei-Mann-Lift, keine Ahnung.
Ich dann noch zu dem Lehrer so, wo wir dann im Lift saßen, so hat man also nochmal eine Viertelstunde oder 10 Minuten, doch nochmal eine Viertelstunde ungefähr, bis auf die Spitze vom Gletscher. Bis auf die gottverdammte Spitze direkt da drin. Das ist unglaublich. Seit 5 Jahren kein Ski gefahren und damals auch nur in so einem Kaff, ne? Ich dann so während der Fahrt zum Lehrer, ja, ihr müsst euch vorstellen, ihr hockt da, eine riesige weiße Weite einfach nur, die Sonne ballert, eine endlose weiße Landschaft einfach, du raffst einfach gar nichts mehr, ne? Vor allem, wenn man das noch nie vorher gemacht hat. Das ist eine komplett andere Welt da oben. Ich dann so zum Lehrer, naja, also, so gut bin ich jetzt vielleicht doch nicht mehr, schon doch ein bisschen her, so und bla. Er dann so, ja, aber du hast ja gesagt, du bist fortgeschritten. Und ich so, ja, aber. Und er meinte so, ja, ich bleib bei dir so, ne, kriegen wir schon hin. So, und dann kommen da oben an und wir steigen aus auf dem Lift, ne, und war auch relativ eng dann eigentlich. Das war wirklich die Spitze der Spitzen im Grunde genommen. Da war nichts anderes mehr eigentlich. Und alle so, ja, man hat fett eingepackt, ne, und auf einmal, wir waren da oben und es war sowieso schon alles kacke. Ich hatte sowieso schon keinen Bock, da jetzt runterzufahren. Ich wusste schon, ich bin am Arsch eigentlich, ne? Ich wusste schon von vornherein, ich bin am Arsch. Ich hätte auch einfach sagen sollen, ey Leute, ich bin hier einfach falsch, ne? Also wenn ihr mal in der Situation seid, Leute, ohne Kack, und ihr euch dann natürlich mega dumm vorkommt, seid einfach ehrlich und sagt einfach, ey, ich bin hier falsch, ich fahre wieder runter. Ja, habe ich natürlich nicht gemacht. So, und dann war es, das ist auch unglaublich, es ist so geil, Leute, echt, es ist so unlogisch. Dann, ohne Scheiße, wirklich ungelogen, fing ein Schneesturm an. Ein Schneesturm. Natürlich jetzt nicht so übertrieben, was weiß ich, wie aus dem Fernsehen, aber halt für die Definition, für diesen Ort oder da, wo wir quasi waren auf der Spitze, war es ein kleinerer Schneesturm. War wirklich so, dann haben sich alle auf den Boden gelegt, war auch kam so ein Typ, war da in seinem Häuschen, meinte, alle hinlegen irgendwie, weil es halt so weit oben war, wirklich. Da mussten wir quasi unsere Jacken so hoch machen, so, und auch die Masken und so weiter, und uns richtig so einpacken und auf den Boden erstmal legen, abwarten, bis der Schneesturm vorbeigeht. Und ich wüsste, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Ich hatte alles zu, ich hatte auch eine richtig fette Snowboardjacke und alles und so weiter. Diese Schneeflocken sind überall noch reingekommen. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich will nicht wissen, wie es sein muss, wenn man irgendwie richtigen Gletscher besteigt, irgendwie Everest oder. Es ist brutal, Leute. Also das war wahrscheinlich noch richtig angenehm, was wir da hatten im Vergleich zu dessen, was man da haben muss. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten wir dann noch einen gottverdammten Schneesturm und dann war der Schneesturm vorbei. Dann hatte ich mal so gar keinen Bock mehr. Ja, und die haben dann alle schon ein bisschen gedrängelt und meinen so, ja, der Schneesturm könnte eventuell noch doller werden, deswegen wir müssen runterfahren. Und ja, Leute, dann sind wir runtergefahren, kommen wir zum Punkt. Dann sind wir losgefahren. Und alle, bam, geil, so richtig gute Laune, ein paar Mucke drin, Sonnenbrille auf, so, ne? Und ich habe halt nichts gerafft, ne? Alle fahren los so. Und Timo meinte auch so, ah, ich bleibe in deiner Nähe so. So, ich runter, das müsste ich eigentlich besser veranschaulichen, kann ich gar nicht so gut veranschaulichen. Ich bin halt runter, ich bin wirklich, und die Leute, die von euch Ski fahren, die wissen, was ich meine. Ich hoffe, der greift mich nicht an, hör ab. Leute, ich bin runter. Es war so steil, weil ich halt die Technik nicht drauf hatte, konnte ich ja nicht runtersliden, so geil, ein bisschen mit Speed, ne? Sondern es war so steil, dass ich quasi wirklich so steil zum Berg, also ich bin quasi, ich stand so, ne, seitlich zum Berg, bin runter. Und ich hab direkt wieder abgebremst. Also wie der Vollhonk im Grunde genommen, direkt wieder. Direkt wieder so. Ich bin also gar kein Ski gefahren, ich bin eigentlich seitlich runtergerutscht und zwischendurch immer mal ganz kurz die Seite gewechselt. Und wieder, also eine Eindrehung, so. Zweite Drehung. Wirklich, ich hab's, ist ungelogen, ich habe zwei Dinger geschafft. Bei der dritten habe ich mich aber mal so richtig aufs Maul gepackt, Leute. Also richtig. Meine beiden, es war halt richtig mega steil, ne? Es war ganz oben. Und meine beiden Skier sonst wohin geflogen, irgendwie ich runtergepurzelt da irgendwie. Timo noch hat mich dann noch da wieder aufgefangen, so eine Art, ist dann zu mir hingekommen. Und du musst dir vorstellen, während dieses Sturzes, ne, habe ich einen ganz, ganz kurzen Moment, vielleicht eine Millisekunde, im rechten Knie, im Meniskus, wie ich dann später erfahren habe, einen unglaublichen Schmerz gespürt. Es war so richtig. Und um schon mal ein wenig vorwegzunehmen, diesen Schmerz hatte ich wirklich ab und zu mal noch, wenn ich Treppen gestiegen bin, noch 5, 6 Jahre später. Also das, so, auf jeden Fall, so, dreimal habe ich geschafft, dann aufs Maul gepackt und richtig, wirklich richtig wehgetan kurz so, ne? Und ich dachte im ersten Moment, okay, das war's so, das war's, ich kann nicht mehr fahren, Urlaub ist auch gelaufen, ich kann kein Ski mehr fahren, so, keine Ahnung, irgendwie, ich, von Kreuzband, was, kannte ich alles noch gar nicht, ne, habe ich dann erst beim Arzt später erfahren,
Auf jeden Fall, so, ich war ja dann noch oben, Leute. Ich war ja noch nicht weit gekommen. Ich musste irgendwie noch den Kackberg runter. Ich konnte auch nicht wieder zurück zum Lift, weil ich quasi schon in der Mitte vom Berg war. Es war wirklich so steil, da hätte man auch nicht hochklettern können oder irgendwie oder seitlich. Das war einfach zu steil. Ich musste dann runterfahren. Und jetzt habe ich meine Ski wieder angezogen und Timo meinte, ja komm, schaffst du schon so. Ne? Und ich weiß es bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, Leute. Also ich werde es euch gleich auch erzählen, Teilgrund davon. Aber ich bin wirklich diesen gottverdammten Berg ohne weiteren Sturz noch runtergefahren. Irgendwie habe ich noch im Kopf irgendwie mir zusammenreimen können, wie man ungefähr Ski fährt. Und ich bin diese gottverdammte gesamte Piste quasi wirklich immer alle 3 Meter. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Es ist so todesanstrengend, wenn ihr quasi nicht sliden könnt, so richtig schön runterfahren könnt, sondern wenn ihr wirklich halt in jeder Kurve so richtig fett reindrückt, damit ihr quasi keine Fahrt aufnehmt. Ne? Es war die schlimmste und schwerste Abfahrt meines Lebens, Leute. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Schlimme an der. Jetzt kommt das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte. Ich habe es halt also irgendwie diesen Berg runter geschafft und jetzt kommt das aller traurigste an der ganzen Geschichte. Ich war unten. Ich war unten bei der Gruppe dann auch wieder, die schon mal auf mich gewartet hatten, die schon gewundert hatten, was war da los und so weiter, ne? Und ich war unten. Und Leute, was macht die Pfeiler? Ja, was macht die Pfeiler, der gute alte die Pfeiler? Ich guck so. Fühle so mein Knie. Einige Leute wissen schon, was abging, die Sportler und so weiter. Oder die das auch schon mal hatten. Fühle so mein Knie. Boah, es geht eigentlich so. Geht so auf? Nee. Ja, hat irgendwie kurz wehgetan so, aber glaube ich, nichts passiert so. Also. Und ich, aber so trotzdem innerlich habe ich auch so gedacht, na, aber die Abfahrt jetzt muss nicht unbedingt nochmal sein. Vielleicht lieber woanders mal, so mal eine blaue Piste oder so mal für den Anfang. Ne? Aber ich war halt in der Gruppe, wo die ganzen Leute drin waren, die mit 7 Skifahren angefangen haben. Und die hatten Bock auf noch eine Runde. Leute, und dann sind wir, ich schwöre es euch, auf Gott ist es so passiert. Die gleiche Scheiße nochmal hoch. Ja, nach so einem Erlebnis bin ich voll Honk nochmal mit hochgefahren. So blöde kann man gar nicht sein. Ey, das geht eigentlich gar nicht. Ich sitze quasi im Lift wieder nach oben, müsst ihr euch vorstellen. Wieder neben dem Skilehrer und meinst so, ja, ist halt ein bisschen blöde gelaufen, so, aber jetzt habe ich es auch wieder so drauf, so, ne, hin und her fahren halt. Skifahren, ja, läuft schon. Tut doch gar nicht mehr weh so. Und man fährt dann, habe ich ja am Anfang gedacht, ungefähr 10 Minuten oder 15 Minuten wieder nach oben, vielleicht auch länger, ist sehr, sehr lange her, weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir sind oben wieder angekommen, Leute. Der Schneesturm hat sich mittlerweile schon intensiviert. Es war also noch schlimmer oben. Und ich steige oben aus dem Lift aus. Ne? Ich steige aus, mache einen Schritt mit dem Bein, wo es wehgetan hatte beim Sturz, auf den Boden, trete auf und hab einfach nur den Schmerz des Jahrhunderts gespürt in dem Moment, Leute. Es war unbeschreiblich. Es hat so weh getan. Als ich oben angekommen war, konnte ich noch nicht mal mehr gehen. Ich konnte noch nicht mal mehr gehen. Ich musste wirklich dann mich an der Stelle direkt quasi so hinfallen lassen und bin vom Lift weggekrochen. Und ja, die Spezialisten unter euch oder die es vielleicht auch schon wissen, es war natürlich das Adrenalin, was quasi in meinem Körper drin war, auf der Abfahrt oder auch, also bei der Piste, wo ich noch drauf war. Was so übertrieben fett in mein Knie gepumpt wurde, damit ich da irgendwie noch runterkommen kann. Ne? Und auch fand ich im Nachhinein mega interessant, wie krank muss es sein, so, welche Ausnahmemomente kann man mit Adrenalin quasi überstehen. Ne? Wenn mein Körper quasi dadurch das irgendwie noch ermöglichen wollte, dass ich irgendwie noch diese Piste runterkomme. So, Leute. Jetzt war ich halt aber oben wieder. So, und der Schneesturm war auch am Start. Und deswegen konnte der Lift quasi noch hochfahren, aber wegen Sicherheitsbestimmungen konnte er oder durfte er keine Leute mit dem Lift nach unten schicken. Weil da irgendwie die Gefahr höher war, dass man rausfällt oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, man durfte mit dem Lift nicht nach unten fahren. Ja, jetzt war ich quasi da oben auf der Spitze von diesem gottverdammten Gletscher. Die Gruppe war schon wieder ready, hatte schon wieder richtig Bock runterzuballern. Die hatten schon alle wieder ihr Equipment da am Start und so weiter, wollten schon wieder losballern. Und ich lag dann da rum, konnte gar nicht mehr gehen irgendwie. Meinte dann zum Lehrer so, ey, ist vorbei. Das ist vorbei mit mir. Ich kann nicht mehr gehen und so weiter. Und er meinte dann noch so, ja, versuch doch nochmal so. Ich kann nicht mehr gehen so. Ne? Da hat er dann meinte dann auch so, ja, okay, nee, gut, dann müssen wir irgendwie anders lösen so. Und dann hat er
Hat er mich in das Häuschen da quasi gesetzt von dem Typen, der oben im Lift da irgendwie das geleitet hat. Und ist dann quasi mit der Gruppe runtergefahren, weil die ja dann auch fahren mussten, weil der Schneesturm noch schlimmer wurde. Und ich war dann erstmal bei diesem Opa da, dem österreichischen Opa, der da irgendwelche, ohne Kack, der hat immer in seinem Telefon und was das war, hat irgendwelche österreichischen Sachen gesagt. Und ich habe kein Wort verstanden. Und auf jeden Fall meinte er dann so, ja, es kommt gleich jemand, irgendwie der holt dich. Das habe ich verstanden irgendwie so. Und dann meinte ich so, hä, wie mich. Wie soll hier einer hochkommen, habe ich so gedacht, ne? Ja, und dann, ohne Scheiß, so 10 Minuten später, kam dann wirklich einer durch die Tür, ein ganz braun gebrannter Typ in Sonnenbrille, so, ja, moin, was ist hier passiert, so, pipapo, ich bin der Sani hier, irgendwie so, und komm mit, ich bring dich runter, ne? Ja, und dann war der Typ halt echt einfach mit einer, mit so einem, mit so einem Schneemobil, ja, richtig so mit Ketten und so, kennt ihr vielleicht? Wie man das so aus dem Film aus Kanada oder so kennt, ist der echt diesen scheiß Berg hochgefahren, um mich da runterzuholen, ne? Oh Mann, Leute, ey. Weil, wie gesagt, mit so einem Kettending kann man halt da überall easy hochballern anscheinend, so, ne? Fand ich auch voll krank irgendwie. Ja, dann Skier bei dem hinten rein, ich bei dem hinten auf dem Rücken und dann ja, bin ich mit dem Schneemobil quasi die Piste runtergefahren mit dem Typen. Leute, am ersten Tag, ne? Es ist echt nicht zu glauben, ne? Ja, am allerersten Tag von der Skifreizeit. Allererste, was ich mache. So. Im Nachhinein muss ich sagen, war irgendwie auch ein geiles Erlebnis, mal mit so einem Ding gefahren zu sein. Also, es hat man ja auch nicht alle Tage, aber ich hätte natürlich auch lieber vermieden im Nachhinein. Auf jeden Fall wieder runtergefahren, auf die Mittelstation wieder. Und dann, ne, in so ein, kennt ihr das Prozedere, ne, in so einen Sani-Raum rein, dann wird der Unfall aufgenommen, was ist da los gewesen, warum, weshalb, was passiert, wurde alles aufgenommen von den Sanis da und so weiter. Und dann, ja, war der Lehrer da wieder irgendwie und meinte dann, ja, wie sieht's aus so, meinst du, kannst wieder fahren? Und meinte ich so, ja, keine Ahnung, irgendwie sieht schlecht aus so. Und dann war ich erstmal Mittagessen noch mit den anderen in der fetten Kantine da im Grunde. Und dann war eigentlich der komplette Tag für mich gelaufen. Dann bin ich dann auch runtergefahren und bin aber nicht direkt zum Arzt, sondern erstmal, das war dann auch schon am Ende eigentlich von dem Tag, zurück ins Hotel und da quasi erstmal ausgeruht und gechillt. So, und zu dem Zeitpunkt, an dem Abend, dachte ich noch, na gut, okay, jetzt habe ich mich jetzt ein bisschen verletzt und so weiter, ne, aber hat ein bisschen gezogen, tut halt weh so. Wenn ich Glück habe, kann ich morgen oder übermorgen wieder fahren, so, ne? Und dann habe ich halt gewartet, nächsten Tag so, und ja, wurde nicht wirklich besser, musste dann auch zu Hause bleiben, also im Hotel. Und Leute, das ist so kacke, wenn alle anderen, ihr müsst euch vorstellen, da kann man ja nicht wirklich was anderes machen. Vor allem, wenn alle eure Freunde, der komplette, also die komplette Gruppe ist ja tagsüber eigentlich auf dem Gletscher oben, und wenn ihr verletzt seid irgendwie, ja, ihr könnt da nichts machen im Hotel, ne? Ihr könnt euch da irgendwie ein Eis bestellen oder irgendwie, was weiß ich, Fernsehen gucken, das war's dann auch. Also es war halt mega kacke und ich habe halt dann am Anfang schon echt mega Schiss bekommen, dass ich vielleicht die komplette, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da waren, aber auf jeden Fall 7 Tage, dass ich jetzt die kompletten 7 Tage quasi im Hotel hocke, ne? Absoluter Horror eigentlich. Und dann habe ich so am 2 Tage später, es hat es immer noch wehgetan, aber ich konnte schon wieder leicht auftreten, konnte wieder leicht gehen, bin ich da zum Lehrer hin und meinte so, ja, hier, also geht schon wieder so einigermaßen so, ne? Wie sieht's denn aus so? Könnte ich immer wieder vielleicht morgen mal wieder versuchen, mal wieder mitkommen so? Und die Lehrer direkt so, weil man muss sich vorstellen, die Lehrer sind ja die Verantwortlichen für die Schüler in dem Sinne. Das heißt, wenn irgendein Scheiß passiert mit langfristigen Folgen oder so, dann kann man letztendlich den Lehrer dafür wahrscheinlich zur Verantwortung ziehen irgendwie. Auf jeden Fall hatten die halt mega Schiss davor, dass irgendwie noch mehr passiert bei mir. Und meinten so, ey, hier, nee, du fährst bis zum Ende der Fahrt nicht mehr. Ist vorbei. Ja, und ich natürlich dann, Alter, direkt ich aggro gewesen, so, ne? Meinte also, weil wie gesagt, nach so 3 oder 4 Tagen, 3,5 Tagen, ging es halt eigentlich schon wieder. Ich konnte wirklich schon wieder normal gehen, so, ne? Es hat noch ein bisschen gezogen manchmal, aber ich meinte so, ey, ich will zumindest irgendwie nochmal eine blaue Piste oder so versuchen, halt einfach, dass ich ein bisschen was machen kann, dass ich mit nach oben kommen kann, ne? Aber sie haben so direkt abgeblockt. Nee, 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 bist sportuntauglich und so weiter, kannst du nicht mehr mit. Und dann irgendwann, und da muss ich auch sagen, wo ich auf der einen Seite irgendwie derzeit auch echt noch sehr, ja, einfach unreif oder auch naiv und ein bisschen auch dämlich war einfach. Gut bin ich jetzt auch noch, aber da halt noch intensiver.
Und das halt nicht so geschnallt habe, dass es halt eine komplett andere Nummer da war mit dem Skifahren und dann irgendwie vielleicht hätte echt von vornherein in die Anfängergruppe gemusst hätte. Auf der anderen Seite habe ich dann aber irgendwie auch damals schon so einen eisernen Willen gehabt, wenn ich einfach so gemerkt habe, ey, mir steht so eine richtig behinderte Zeit bevor, quasi, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie auch denen klar mache, dass ich halt irgendwie Skifahren kann. Ne? Und selbst wenn ich es vielleicht nicht hundertprozentig konnte, dann zu 95%ig und ich wollte irgendwie was machen. Ich wollte halt mitmachen. Das ja, war ja für mich auch ein geiles Erlebnis. Ne? Ich wollte ja auch Skifahren richtig lernen eigentlich. Und dann habe ich mich quasi informiert, wo denn der nächste Arzt ist quasi in der Umgebung. So, und dann habe ich geguckt, okay, quasi in dem Örtchen, wo es auch den Gletscher hochgeht, ist ein Sportmediziner, wo man hingehen kann, der auch so eine Untersuchung macht und so weiter. Habe ich angerufen, habe ich gefragt, ey, hier, wie sieht's aus, können Sie sich das anschauen? Und er meinte auch, ja, ne, wie gesagt, wenn es gut aussieht, dann könnte man sogar auch eine sogenannte Sporttauglichkeit ausschreiben. Und wenn man das dem Lehrer vorlegt, dann kann der Lehrer es nicht mehr verneinen, weil der Arzt dann gesagt hat, ey, hier, nee, du bist sporttauglich. Also wenn ihr mal in so einer Situation sein solltet, der Arzt hat quasi immer so den längeren Hebel in dem Moment. Und dann wäre auch quasi der Lehrer entlastet, quasi, wenn da nochmal was passieren würde, weil er dann sagen könnte, ey, hier, der Arzt hat aber gesagt, ist okay. Auf jeden Fall ich dann, Leute, ja, wie bin ich zu dem Arzt hingefahren? Ne, Auto hatte ich nicht. Bus ist irgendwie, glaube ich, auch keiner gefahren. Ich bin mit der Eisenbahn dahin gefahren. Ohne Scheiß, Leute, so eine richtige kleine, wie man sich das von dieser Spielzeugeisenbahn Märklin vorstellt, so eine richtig kleine Bimmelbahn ist von dem Ort in Österreich dahin getuckelt. War auch irgendwie geil, das auch mitgenommen zu haben. Hätte ich sonst auch nicht gemacht, wahrscheinlich. Bin ich dahin geeiert, den nächsten Ort mit der Eisenbahn hingefahren. Oh Mann, ey. Und dann bin ich da zu dem Arzt rein und ja, letztendlich, der hat sich die ganze Geschichte angeschaut und hat dann auch relativ schnell festgestellt, okay, ich hatte eine Kreuzbanddehnung. Also von die Bänder im Knie, das Kreuzband irgendwie war quasi gedehnt, überdehnt. Also es war nicht gerissen, das wäre quasi direkt KO gewesen, nur mehr oder weniger. Hätte ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen können. Es war quasi nur überdehnt. Und ja, deswegen war überhaupt die Chance da, dass es quasi nach einer gewissen Zeit wieder besser wurde auch. Meinte so, ja, wenn man beide Augen zudrückt, kann man eine Sporttauglichkeit nochmal ausstellen. Hab mir dann quasi das Attest gegeben. Und auch so eine quasi so eine Kniebinde, die man sich so ums Knie rummachen konnte, die hat er mir auch gegeben und die habe ich dann quasi um mein Knie immer drum gemacht. Dadurch wurde das Gelenk ein bisschen stabilisiert. Und ja, Leute, das Ende vom Lied ist dann quasi, dass ich dann die, wie gesagt, die letzten 3 Tage auf jeden Fall, vielleicht sogar 4 Tage, 3,5 Tage, konnte ich dann noch Skifahren vernünftig. Mit der Anfängergruppe, mit den Kackstöckern und so weiter, ne, wie man es halt machen soll am Anfang. Und ja, Leute, ne, was soll ich sagen? Also, ich hätte von Anfang an in die Anfängergruppe gemusst, es war mega hohl überhaupt, so anzufangen. Macht diesen Fehler nicht. Geht lieber den anderen Weg, geht lieber erst in die Anfängergruppe und wenn er dann merkt, ey, ich kann doch irgendwie mehr, dann könnt ihr vielleicht auch noch upgraden oder so, wie gesagt. Wenn das damals nicht gewesen wäre, achten, ne, dass ich diese dämliche Vorgeschichte hatte, wo man dann wirklich so gebrandmarkt war mit dem Anfängerstatus irgendwie, dann hätte ich das vielleicht nicht so gemacht, glaube ich. Das fand ich auch so mega interessant, wie manchmal so Ereignisse in der Vergangenheit eigentlich unser aktuelles Verhalten beeinflussen können. Und ja, dann war es echt noch ein mega cooler Urlaub letztendlich, ne? Auch mit Après-Ski, mit coolen Fahrten. Dann bin ich auch mal bei Timo dann, also ganz am Ende bin ich dann sogar auch mal wieder mit Timo mitgefahren, so. War es auch schon ein bisschen lockerer. Und dann konnte ich halt auch wirklich wieder Skifahren. Ich habe halt einfach wirklich 2, 3 Tage gebraucht, bis ich überhaupt wieder reingekommen bin. Also ich weiß nicht, wie ich da irgendwie überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass ich das von Anfang an irgendwie gekonnt hätte. Das war die kleine Real-Life-Story von der Skifahrt aus Österreich. War dann echt noch ein Mega-Urlaub. Also Skifahren ist eine mega geile Geschichte. Es war genial, ne? Mit Sonnenbrille da oben auf dem Gletscher, du fährst da runter. Erst dein Leben, Après-Ski danach noch, geile Mucke. Und also das war schon ein schönes Erlebnis dann noch. Und dann bin ich auch sehr froh, dass ich dann auch wirklich, also dass ich auch quasi in der Lage war, auch wirklich noch gut fahren zu können am Ende. Also es war noch leicht wackelig zum Teil,
Aber ich konnte wirklich vernünftig dann noch fahren. Ja, also Leute, dieser Urlaub war dann wirklich am Ende noch mega geil und möchte ich unbedingt auch mal mit Rebecca irgendwann mal machen. Mal eine schöne Skifahrt machen, vielleicht sogar auch mit einer Gruppe gibt es auch so Angebote. Und ja, wie gesagt, Leute, macht so einen Quatsch nicht, seid ehrlich zu den Leuten. Und nur weil ihr, wie gesagt, in so einem verschneiten Kaff in Bayern mal Ski gefahren seid, bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr in Österreich auf einem Gletscher am ersten Tag direkt vom Gipfel herunterfahren solltet. An der Stelle, ja. Ja, Leute, das war die heutige Real-Life-Story. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen von euch unterhalten und schreibt mir gerne mal so eure Meinung dazu in die Kommentare. Die Skispezialisten unter euch, habt ihr auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, wo ihr auch euch so fett überschätzt habt, einfach. Das ist schon gar nicht ungefährlich, ne? Und in der nächsten Real-Life-Story, ich habe nämlich noch so ein paar auf Lager. Geht es dann übrigens auch, und deswegen habe ich auch die heute hier zuerst gesagt quasi, geht es dann auch um ein Mädel, ein Mädchen, das sich quasi in dieser Skifahrt oder auf dieser Skifahrt kennengelernt habe. Die gute alte Inga, wenn ihr das sieht, Grüße geht raus, moin. Die habe ich da, also kennengelernt ist übertrieben. Wir haben da halt so mit den Jungs ein bisschen der hinterhergegeiert, so, ne? Und ich habe dir dann halt so meine Nummer zugesteckt, so mehr oder weniger. War auch ein bisschen cringe eigentlich im Nachhinein alles, aber auf jeden Fall, diese Geschichte ist auch sehr, sehr, ja, lustig, aber auch bitter eigentlich. weil ich die dann nämlich später noch auf Norderney besucht habe. Aber diese Geschichte wird dann in der nächsten Real-Life-Story kommen. Ich habe da noch echt ein paar auf Lager und deswegen wollte ich aber auch auf jeden Fall diese Geschichte jetzt zuerst erzählen, damit ihr dann quasi auch der nächsten Geschichte quasi versteht, was es mit dieser Skifreizeit auf sich hatte, Leute. So, in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.